Wir spielen Stirring Abyss live auf Twitch, nachher auch auf YouTube. Willkommen alle Leute, die da sind. Eventuell der letzte Stream, der gerade beginnt, die letzte Mini-Aufzeichnungsstaffel für die YouTube-Leute. Ich mutmaße, ich weiß es nicht, ich mutmaße das, dass wir noch zwei Story-Missionen vor der Brust haben. Die ziehen wir auch durch. Wir gucken nicht mehr auf Bonus-Ressourcen, auf nichts anderes. Das hier ist auf jeden Fall eine und ich mutmaße mal, dass danach die letzte kommt. Der übliche Hinweis im Chat ist Tobi unterwegs und passt auf den Chat auf, dass mir niemand spoilert, der oder die schon viel gespielt hat, wie viele Missionen es sind, was man mitnehmen muss, was einen erwartet, was man auf der Karte wo machen muss. Tobi weiß, worum es geht und postet gleich den Hinweis im Chat. Achtung, wer etwas spoilerte, wird leider eliminiert. Genau, der wird mit der Harpune abgeschossen, festgekettet, wird geknebelt oder rausgeschmissen oder wird wahrscheinlich einfach auf Eis gelegt im Chat. Danke an Tobi. Durchsage von WB. Keine Spoiler im Chat, bitte, schreibt Tobi. Lautes Nachdenken, Vorschläge und Tipps bloß von Leuten, die diesen Teil des Spiels noch nicht selbst gespielt haben. Wer sich nicht zusammenreißen kann, wird leider mit Resse aller im Chat gesperrt. WB und sein Team bitten um Verständnis. Und derjenige, der es trotzdem macht, demnächst um Vergebung. So sieht's aus. Danke, Tobi. Also, nächste Mission. Vorher aber einmal gucken, wie stehen wir. Die besten Leute hatten wir eben mitgenommen. Wir haben 1 Mark der Leere, 5 Vorräte, damit können wir Leute heilen. Wir haben etliche Torpedos auf Vorrat. Wir könnten einen weiteren noch herstellen. Da würden 4 Chemikalien draufgehen. Wir könnten noch einen weiteren herstellen. Das kann man machen. 4 Nutzungen haben wir im Augenblick, könnten wir auf 5 Nutzungen hochgehen. Dann wären die Chemikalien weg. Könnten wir mit den 27 Hinweisen noch ein Level-Up machen? Nein. Wir hatten uns geholt, plus 8 Verteidigung. Das hätte ich mir auch noch gerne geholt. Mit den 70 Hinweisen mehr Basisschaden durch Harpunen. Das ist aber alles derzeit nicht mehr möglich. Energie haben wir zuhauf. Die würde ich alle wieder mitnehmen. Das ist ein gutes Paar. Ein gutes Quartett. Sie lassen wir hier. Er ist neu dabei und er ist noch nicht so gut. Kenneth Hammond. Der hat nur auf Stufe 3 geskillt. Auch zum Sanitäter. Den nehmen wir aber nicht mit. Das ist ein Fernkämpfer. Das ist ein Fernkämpfer. Das ist der Kollege Park, euer Liebling. Den nehmen wir wieder mit. Das ist ein Allrounder, weil er auch ein Harpunengewehr hat. Das ist Harrison Sterling. Der ist mittlerweile auch sehr gut, finde ich. Ist hochgeskillt auch. Die haben wir beim letzten Mal alle mitgenommen. Manchmal nehmen wir den Koch mit. Der Koch ist nur Nahkämpfer. Eventuell könnten wir ihn auch mal statt Sterling mitnehmen. Aber die sind eigentlich alle topfit hier. Das ist nicht nötig. Das würde ich nicht machen. Wir müssen nur auf die Psyche-Werte achten. Wir haben 5 Vorräte. Wir können bei denen jeweils die Psyche einmal pushen. Die körperliche Gesundheit ist okay. Ich würde das genauso machen. Letztes Mal hatten wir ihn dabei. Lasst uns den... Der ist höher geskillt. Mhm. Wir nehmen ihn hier mit. Sollen wir 2 Tanks mitnehmen oder eher, wir können auch wieder ihn als reinen Tank mitnehmen. Das hat beim letzten Mal eigentlich ganz gut geklappt, ne, mit der Meisterkämpfergeschichte. Und die Wahrscheinlichkeit kritischen Treffer leicht erhöht, Panzerung hoch, Laborrate ist egal, Raufbold war auch gut. Gesundheit 120, Gesundheit 125, aber der hat die Granaten und so. Nee, komm. Wir nehmen den hier mit. Das heißt, er fliegt raus. Er nimmt die Splittergranate mit. Den Klopfer haben wir noch nie benutzt. Das hier ist das Aufputschmittel. Wir nehmen erstmal die Dinge raus, bei denen der Sauerstofftank ist elementar. Was haben wir sonst noch? Amphetamin. Amphetamin. Kostenlose Aktion, Aufputschmittel. Klopfer, das Echoschild und den Rumpfknacker. Er ist der Crusher, das heißt, er kann mit der Harpune überhaupt nichts anfangen.
weil er kann damit keinen Fernkampf durchführen. Das heißt, die Harpune geben wir, diesen Spezialharpunenangriff geben wir ihm mal. Er kann aber die Splittergranate werfen. Das eigentlich, dass er keine Gelegenheitsangriffe mit durchführen kann, finde ich eigentlich doof. Ich überlege mal allen Ernstes, für ihn vielleicht mitnehmen. Stattdessen. Der hat auch einen Ausrüstungslot mehr. Der ist zwar nicht so gut wie er, aber das hat beim letzten Mal sehr gut mit dem geklappt, fand ich. Wir haben uns so gut auf Nahkampf getankt. Wir nehmen den mit. Geskillt, wir nehmen den mit. Wir nehmen den Koch mit. Dann können wir auch die, genau, das ist der Nahkämpfer. Einmal Amphetamin. Echo-Schild geben wir dem Nahkämpfer mit. Schadensrückwurf. Das heißt, wer einen Angriff angreift und er steht ja vorne, bekommt Schaden zurück. Er kann damit schnell auch wieder abhauen. Und die Sprenggranate hilft immer. Die würde ich aber auch eher den Fernkämpfern geben. Der erste Allrounder. Splittergranate, Harpunengewehr, Rumpfknacker, Sauerstofftank hat der Kapitän dabei. Jetzt kann er eins da links rausgeben. Den Klopfer haben wir nie benutzt, aber man kann ihn machen. Lass uns das so machen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir mit? Wir haben nur einen Heiler mit. Ich würde sagen, wir können auch statt des Klopfers nochmal gucken, ob wir nochmal ein Erste-Hilfe-Paket herstellen können. Und das geht. Das sind 5 Chemikalien. Wir haben 8, dann können wir keinen weiteren Torpedo mehr herstellen. Die Frage ist, ist es das wert? Ein Erste-Hilfe-Paket herzustellen für 5. Danach hätten wir noch 3 Chemikalien, kein weiterer Torpedo. Aber wir haben ja noch 4 Torpedos auf Vorrat. Da kann man viel mitmachen. Den Unterwasserschweißbrenner können wir auch nicht machen. Er hat mir schon immer überlegt. Wir stellen nochmal einen her hier. Packen dann mal einen dabei. So machen wir das. Alles klar. Dann gucken wir noch, ob wir die Leute heilen mit den Vorratstanks. Der hat einen Psychowert von 32, von 51, von 35, von 36. Oh, der ist so oft schon gestorben. Der geht kaum höher. Dann geben wir ihm, dann heilen wir bei ihm einmal die Psyche. Super. Bei ihm könnten wir, der ist 10 unter der Psyche, unter dem Maximalwert. Park. Halt auf Zeit, trotzdem, bei ihm heilen wir auch einmal die Psyche. Der Rest bleibt, wie es ist. Ja, einmal abspeichern. Jetzt machen wir weiter. Alle Startklar? Super, machen wir es, ne? Keiner beschwert sich. Sehr schön, prima, zauberhaft. Einmal rein. Nächste Story-Mission. Los, rein! Viel Vergnügen. Die Erhabenen. Da wären wir. Der Palast. Das waren sehr fähige Baumeister. Zeit, den Captain zu finden. Also er ist unser Anführer. Aber wir haben noch einen Captain, der ist irgendwie ballaballa, greift die eigenen Leute an und so. Und den versuchen wir zu finden. Den irgendwas verhext oder umgedreht. Und wir rennen in den Palast rein. Ziel, Weg zum Palastgipfel zu finden. Das ist dann mutmaßlich die letzte Aktion. Wir sind jetzt im Palast drin. Wohin der Weg führt, wissen wir nicht. Wir sehen hier, ein Ziel ist irgendwo hier rechts. Da ist ein kleines gelbes Kreuz. Das heißt, es scheint rechts runter zu gehen. Was links ist, wissen wir nicht. Ich vermute, wir sind von links gekommen. Wir können auch gar nicht da links rüberrennen. Guck mal, hier hört es auf. Wir sind von links gekommen. Also Fernkämpfer, Allrounder, Nahkämpfer. Nahkämpfer läuft vor.
Hier ist einmal Metall zum Einsammeln. Nimmt der Commander einmal mit. 4 Metall. Was soll mit dem ganzen Zeugs? Dann rennt der Tank weiter vor. Ist die Frage, ob wir noch weiter runterrennen. Ich sage ja. Hier bleiben wir stehen. Die letzte Stufe machen wir nicht runter. Bleiben hier stehen und ziehen die anderen nach. Dieselben Fliesen habe ich im Hausflur. Sky-Segel Jack. Bist du einer der Überlebenden dieser Mission? Oder war es einer deiner Vorfahren 1958? Vater? Onkel? Kann das so sein? Ist es eine Hinterlassenschaft? Hast du dich dein Leben lang gefragt, woher kommt diese Fliese? Warum hat damals, als mein Großvater sie mir überreicht hat, als sein Abschiedsgeschenk, warum hat er mich da angeguckt und hat gesagt, irgendwann wirst du das Geheimnis lüften. Danke, Onkel. Onkel 1978 für dein Abo. Liebe Grüße an dich. Danke auch nochmal fürs Cheeren an John. Eine Mission, eine Runde weiter. So, mit dem Tank weiter nach vorne ziehen. Schaut, der kleine gelbe Punkt ist rechts oben. Es geht also hier lang. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit für einmal Signalverstärkung. Rote Punkte und Gefahren anzeigen lassen. Aha, hier unten sind Ressourcen, die wir einsammeln können. Das sind Gefahren. Das ist ziemlich in der Nähe schon und das ist die Beute. Gut, dass wir das angeschmissen haben. Ich wäre wahrscheinlich nicht hier runtergerannt. Das heißt, wir können mit dem Magnussen problemlos hier runterlaufen. Wir können beginnen, Dinger einzusammeln. Mhm, sehr schön. Gut, dass wir das gemacht haben. Einmal Metalle. Einmal Vorratskiste öffnen. Oh, einmal Vorräte. 3 Chemikalien. Das heißt, wir können, wenn wir es überleben und zurückkommen zum U-Boot, einen weiteren Torpedo herstellen, wenn wir das möchten. Oder ein Erste-Hilfe-Paket. So, hier sind noch 2 Vorräte. Die kann er im Alleingang holen. Müssen wir aufpassen, die Feinde sind rechts unten. Mal gucken, ob wir an denen uns vorbeischleichen können. Wahrscheinlich nicht. Hier kommt man nicht durch. Hier sind mutmaßlich Feinde, an denen wir nicht durchkommen. Die Frage ist, ab wann man die sieht. Unser bester Mann ist hier unten, das ist nicht so cool. Da ist noch ein weiterer Vorrat. Das können wir uns gleich holen. Der bleibt in der Nähe des Kollegen hier hinten. So bleiben wir erstmal. Genau, ein Punkt und hier sind noch Kupfer. Dann können wir entweder rechts oder oben lang rumgehen. Eine Runde weiter. Mit ihm geht's hier lang. Einmal öffnen.
Noch ein Vorratskorb und einmal Amphetamin. Einsammeln bitte. Kupfer, das wir niemals brauchen werden. So, Feinde sind hier oben. Das heißt, hier sind die Feinde. Wir könnten von zwei Seiten kommen. Da bin ich aber nicht so ein Freund von. Wir müssen auf jeden Fall, da oben ist das gelbe Kreuz. Wir werden auf jeden Fall kämpfen müssen. Das geht nicht anders. Jetzt die Frage, wollen wir unsere Leute beisammen halten oder nicht? Dafür sollten wir wissen, wer die Feinde sind. Ich mache einmal den Suchscheinwerfer an. Das müsste etwa hier sein. Und wir decken auf. 5 Stück an roten Punkten werden uns allerdings angezeigt. 6. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwo ist noch ein 6er. Wenn der explodiert, wirft er mehrere mit. Die Wirbelschleicher sind ganz fies. Dann sollten wir den Angriff von zwei Seiten machen. Denn die Wirbelschleicher rennen ja weg. Und dann können die, und wenn wir von zwei Seiten angreifen, haben die Schwierigkeiten, uns zu entkommen. Team Wirbelschleicher. Schreibt Zugucker, packt ihn, schnappt euch den Zugucker im Chat. Schnappt ihn euch. Ein Fernkämpfer hier. Wir bringen uns schon mal in Position. Wir müssen aufpassen, dass ein Fernkämpfer hier einmal hier hinlaufen. Da können wir von hier aus gleich hochfeuern in die Menge rein. Ihm stellen wir uns hier. So, dichter gehen wir nicht ran. Er kann auch einen Pfeil abschießen. Mit ihm gehen wir rechts um die herum. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Es kann sein, nur ein Feld vorziehen, dass die uns sehen. Ich traue mich nicht dicht daran. So bleiben wir eine Runde stehen und nächste Runde greifen wir an. Wir könnten höchstens mit ihm. Ich traue mich mal. Hat geklappt. Da bleibt er stehen und jetzt können wir die von allen Seiten gleich in die Zange nehmen. Und das Missionsziel. Nein, das Missionsziel ist hier oben. Wir können um die weg rumgehen. Wir müssen die da gar nicht angreifen. Ich habe gedacht, das Missionsziel wäre hier, aber wenn wir uns auf den konzentrieren, dann ist das Missionsziel hier hinten. Wir müssen die nicht angreifen. Wir können um die herumlaufen gleich. Ich mache mal eine Runde weiter. Jetzt hat er uns gesehen, ne? Oh Gott, was ist denn das? Dieses Ding, ein fleischgewordener Albtraum. Spüren Sie das auch? Es fühlt sich so an, als würde etwas von innen an meinem Schädel nagen. Was denn das hier? Unbekannte Kreatur. Irgendwas ganz Fieses. Also wenn ich das richtig sehe, das ist der am weitesten oben. Dann müssen wir, kommen wir zum Ziel hier oben hin. Sollen wir versuchen, denen aus dem Weg zu gehen. Das heißt, wir ziehen mit denen wieder zurück. Oben lang. Ist ein bisschen doof von wegen Sauerstoff, aber... Gehen wir den Kampf aus dem Weg. Wir versuchen es mal. Oder wir greifen mit allen die hier an. Was meint ihr? Kämpfen, ausmerzen oder einen Bogen drumrum? Ich bin für Bogen drumrum. Torpedo drauf kann man machen, hat aber den Nachteil, dass der erst in der nächsten Runde explodiert und man nicht genau weiß, wo die Leute sind. Ich kann es euch mal zeigen.
Also man kann so einen draufschicken, das kann man machen und dann erwischt man demnächst viele. Und die Frage ist natürlich, ist es uns das wert, für einen überflüssigen Angriff das zu machen? Der Schleim muss gesäubert werden. Kämpfen wir, Tante Mimi. Ich bin echt erschüttert. Du bist so ein lieber Mensch. Manchmal hadere ich mit mir selber. Denke ich mir, was hast du an, ne, was sind das für Charaktereigenschaften, die du bei netten Menschen heraufbeschwörst, wenn die dir zugucken? Beim Rückmarsch sind die sonst im Weg. Ich gehe denen aus dem Weg. Ich weiß, das ist genau das Gegenteil von dem, was ihr euch gewünscht. Unter der Voraussetzung, dass wir hier links überhaupt an denen vorbeikommen. Es kann sein, wenn ich jetzt gleich hier hinziehe, dass es nicht klappen wird. Weil der uns sieht, aber wir haben Glück. Dann kommen wir an dem weg. Ziehen wir mit ihm hier oben lang. Dafür haben wir ja den ganzen Aufklärungsscheiß, damit es auch gut geht. Feigheit vor dem Feind. Euer Leben ist das nicht, das ich hier riskiere, das ist das meiner Männer hier unten. Und er geht hier schon mal langsam vor. Nein, schaut mal. Von wegen, hier ist das gelbe Kreuz, es geht hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang, weil hier der Durchmarsch ist zu dem Gebiet hier oben. Kommando zurück, alles zurück, wir müssen kämpfen, wir kommen hier nicht weiter, hier ist Ende Gelände. Es sei denn, hier unten wird es weitergehen. Es kann natürlich auch sein, dass es hier weitergeht, ne? Geht's hier, und wir haben den Suchscheinwerfer schon aus, können wir schon nicht mehr einsetzen. Wenn wir jetzt wüssten, wo es lang geht, ob es hier lang geht oder ob es hier lang geht, wir wissen es nicht. Bevor wir testen das mal. Wir laufen einmal normal hier hoch. Hier kommt man auf jeden Fall nicht durch. Ich spekuliere mal, dass es hier hoch geht. Ich weiß es nicht. Wir haben alle schon gezogen. Er bleibt übrig. Die ziehen da rechts rüber. Ich hoffe, ich habe mich nicht verspekuliert hier. Wenn das hier unten der Durchmarsch war, verlieren wir wertvolle Runden mit Sauerstoff. Und er zieht ganz weit vor. Der könnte uns also sehen. An dem kommen wir wahrscheinlich nicht vorbei. Ach, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Wenn ich jetzt hier vorziehen würde, würde der uns sehen. Weiter ziehe ich nicht. Jetzt müssen wir hoffen, an denen gleich vorbeizukommen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir haben nicht unbegrenzt viel Sauerstoff dabei, aber immerhin einen Sauerstofftank. Ich ziehe nicht weiter. Alleine kämen die mit niemandem klar. Suchscheinwerfer immer noch nicht verfügbar. Mit ihm ziehen wir ein bisschen vor. Nicht weiter. Das reicht mir. Eine Runde weiter. Super vorsichtiger WB. Der zieht von uns weg. Wir sind nicht allein. Ach nein. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit ihm heil durchkommen. Hat uns nicht gesehen, Gott sei Dank. Das war knapp. Das war eine knappe Geschichte. Das war knapp.
wette, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich wette das ja. Da ist eine Vorratskiste. Wir könnten den Suchscheinwerfer wieder benutzen. Wir können ihn benutzen, um hier reinzuleuchten, ob vielleicht doch hier der Durchgang ist. Weil wenn wir hier oben und auf den mal uns konzentrieren, dann ist das Ziel jetzt irgendwo rechts. Aber jetzt... Wir lassen es mal. Wir müssen irgendwie spekulieren. Der zieht ganz vorsichtig hier lang. Schritt für Schritt. Was ist denn das hier? Eine Vorratskiste öffnen. Leuchtfackeln, die wir nicht mitnehmen können. Und einmal Vorräte. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Sollen wir einmal hier unten reinleuchten, um zu gucken, ob wir uns nicht geirrt haben? Einmal hier reinleuchten. Hier ist auch ein Durchgang auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall ein Durchgang. Vielleicht sind es ja auch zwei Durchgänge. Ach Gott, wenn wir bloß wüssten, wo es da oben hingeht. Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Von oben können wir weit gucken. Das ist ein Vorteil. Da bleibe ich erstmal stehen. Die anderen müssen ja erstmal mitkommen. Kann sein, dass es auch der längere Weg war, dafür der sichere. Keine Ahnung. Puh, puh, puh. Signalverstärkung ist wieder bereit, ja. Der bleibt hier stehen. Duck ist der erste Sauerstofftank. Guck mal. Und das Ziel. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Der Sauerstofftank muss hier sein. Und das Ziel hier. Ich wette, wir sind genau richtig. Wir rennen noch nicht weiter. Wir können die Signalverstärkung anschmeißen, aber selbst wenn wir Ziele sehen, Feinde, wir können die jetzt nicht angreifen. Wir setzen quasi mal eine Runde aus. Der bleibt hier vorne stehen. Die drei ziehen hinterher. Alle mal nebeneinander. Sauerstoff kommt gleich. Das ist gut. Sauerstoff haben wir gleich. Das ist ein Tank. Jetzt ziehen wir mit dem hier, mit dem Officer Park, neben ihn. Jetzt alle nebeneinander, bitte. Und Glied nebeneinander, dann haben wir freies Schussfeld. Der kommt hier hin. Also bislang läuft's gut. Toi, toi, toi. Wenn man irgendwann mal länger auf die Fliesen schaut, schreibt Brodok im Chat, wird man irgendwann Gaga im Kopf. Cyrus Albright, danke dir für dein Abo. Liebe Grüße an dich. 14. Mal schon. Danke an dich. So bleiben wir stehen. Das war's. Eine Runde weiter. Und ich wette, ja, das Ziel ist noch ein Stück entfernt. Wir könnten die Roten anschmeißen, die roten Feinde, die roten Punkte mit der Signalverstärkung, aber ich würde gerne eine Runde warten. Ich spekuliere noch mal ein bisschen. Ziehe noch ein Stückchen weiter vor, weil solange wir nebeneinander stehen... Da habe ich mich gerade verklickt. Ich wollte mit dem anderen ziehen. Ein Feld verklickt. Da habe ich ja auch gnadenlos keine Probleme.
Jetzt stehen sie wieder nebeneinander. Das war der in der Mitte. Er zieht zwei Felder vor. Und ich wollte mit ihm hier runterziehen, hier hin. Noch ein bisschen gucken. Da ist wieder ein Feind, ein potenzieller. Dann werfen wir doch einmal die Signalortung an. Hier unten viele rote Punkte. Hier sind Feinde. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir heil um die Ecke rumkommen und dann zum Ziel. Das ist ein Feind und ich mutmaße mal, dass es der erste rote Punkt ist, der hier. Und die anderen würden sich dann um den herum bewegen. Wenn wir Glück haben, können wir da auch drumherum laufen. Mal gucken. Schauen wir mal, ob wir an denen vorbeikommen. Das ist der, der am weitesten vorne steht. Der zieht hier runter. Da ist der Sauerstofftank. Da sind zu viele Feinde, an denen kommen wir nicht vorbei. Es sei denn, wir könnten hinten rumziehen. Aber da sind auch ganz viele, schaut mal hier. Das ist das Ziel, umringt von roten Punkten. Wir müssen kämpfen. Wir müssen erst die ausschalten. Wir könnten uns vielleicht an denen hier vorbeischleichen. Mal guck mal, hier scheint es schon wieder aufzuhören. Das Ziel ist dann hier unten. Das ist zu riskant. Wir bleiben hier. Wir gucken, Sauerstoff haben wir noch genug. Wir gucken, dass wir die angelockt bekommen. Boah, jetzt wird mir der Mund trocken vor Anspannung. Hallo Benz, danke dir für dein Abo. Fürs zum zweiten Mal ein Danke. Sei mir nicht böse, wenn ich keine Fragen zu anderen Spielen beantworte, während ich ein spiele. In Pausen gerne, aber jetzt nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier heil dran vorbeikommen. Und das geht nur durch Attacke. Den Pulk als ersten ausschalten und dann nach rechts und den anderen. Da haben wir ja mittlerweile eine neue Fähigkeit. Der hat die Fähigkeit Rumpfknacker. Feuert eine Harpune auf das Ziel, kann andere Ziele in der Nähe treffen, wenn das eigentliche Ziel verfehlt wird. Das heißt, es ist anscheinend ein Bossgegnerangriff. Rumpfknacker. Und außerdem haben wir noch Sprengstoffangriffe und damit können wir hier mehrere erwischen. Das erste, was wir brauchen, ist allerdings mehr Sichtbarkeit. Wann ist der Suchsteinwerfer wieder zur Verfügung? Nächste Runde, wenn ich das richtig sehe. Wir könnten uns jetzt positionieren, nächste Runde den Suchscheinwerfer reinschmeißen, dann die Ziele sehen und dann feuern. Das scheint mir eigentlich die klügste Entscheidung zu sein. Sauerstoffmangel haben wir keinen. Er steht am weitesten vorne, er ist der Tank. Wenn wir hier rüberlaufen, sieht er uns wahrscheinlich. Wir ziehen sogar eins zurück mit ihm wieder. Bleiben mit allen einmal stehen. Der sollte ja eigentlich frei drüber hinweg feuern können. Zieh mit dem Tank eins vor. Das ist noch ein Fernkämpfer. Wenn der gleich hier runter ballert, dann gibt das kein Friendly Fire nach unten hin. Das heißt, der Kollege hier, der Koch kann noch ein Feld runterziehen. Schusswaffen hat er keine. Kann da stehen bleiben, da kann er ja schneller angreifen. So machen wir es. Jetzt sagen wir eine Runde weiter und dann in der nächsten Runde schmeißen wir den Suchscheinwerfer an und holen uns die erste Gruppe.